Das müssen wir unbedingt einordnen lassen. Zugeschaltet ist mir Professor Werner Patzelt, Politikwissenschaftler. Guten Morgen, Herr Patzelt. Einen schönen guten Morgen. Also das müssen Sie mal dem deutschen Wahlvolk erklären, wie man aus dem Kanzlerkandidaten nun ein Kandidat der Menschen machen kann. Was ist das denn eigentlich für ein Kandidat? Zum einen muss man sagen, dass es etwas Lächerliches an sich hätte, wenn die Grüne Partei mit einem Kanzlerkandidaten antreten würde bei ihren Umfragewerten. Das ist jenseits der Realität. Und zwar sind die Grünen gewöhnt, jenseits der Realität politische Visionen zu hegen und sie danach anzustreben. Aber das wäre gar zu dick aufgetragen. Das ist anders als vor 4 Jahren, als kurzfristig ja die Grüne Partei sogar vor der CDU gelegen ist. Und zum anderen gibt es in der deutschen Politik seit langem eine Neigung zum Kitsch und ein Kandidat für die Menschen, der setzt lediglich den Sprachgebrauch fort, indem man ständig von den Menschen draußen im Lande, den Menschen, denen geholfen werden muss, redet. Es ist Kitsch und es ist schade, dass der Kitsch so selbstverständlich geworden ist in unserer politischen Sprache. Ja, und Sie sprechen es ja eben an, die Grünen wollen also die Menschen ansprechen, aber die haben in den vergangenen 3 Jahren für so viel Unmut bei den Menschen gesorgt und besonders Robert Habeck, Heizungsgesetz, dann vor allen Dingen die ganzen Diskussionen darum, die Wärmepumpendiskussion. Er ist dafür maßgeblich verantwortlich, auch für die Vetternwirtschaft im Wirtschaftsministerium. Also kann er überhaupt noch ankommen? Wie will er diesen Spagat überhaupt hinkriegen? Er wird den Spagat politisch nicht hinbekommen. Das, was für ihn spricht, ist zweierlei. Erstens, er ist von der persönlichen Wirkung her ein netter, sympathischer Mensch. Dass er als Wirtschaftsminister nicht gerade eine Nobelpreisverträgige, verdächtige Besetzung für dieses Amt war, steht auf dem anderen Blatt. Aber er ist ein Sympathieträger im Unterschied zu anderen Politikern. Und zum anderen, wen hätten denn die Grünen noch anzubieten? Wer steht denn hinter Habeck mit einer ähnlichen Ausstrahlung? Und da wird es dann sehr, sehr dünne. Infolgedessen müssen die Grünen jetzt mit dem etwas maroden politischen Personal weitermachen und sich im Bundestagswahlkampf wahrscheinlich eine weitere Beule holen. Ja, aber Sie haben immerhin noch Annalena Baerbock und die soll ja jetzt mit Habeck zusammen ein Tandem bilden für diese Neuwahlen im Februar 2025. Aber auch Annalena Baerbock, also die hat auch nicht gerade eine hohe Zustimmung in der deutschen Bevölkerung. Als Außenministerin fragt man sich auch, was ihr Erfolgsrezept ist, versteht im Moment auch keiner. Das Erfolgsrezept von Frau Baerbock ist zum einen ihr Aussehen, das durch staatlich reichlich besoldete Visagistinnen, Visagistinnen natürlich korrekt auszusprechen, auch entsprechend gefördert worden ist. Und zum anderen eben die Neigung, Leuten, die man sozusagen moralisch für übergewichtig oder schwergewichtig oder über der Normalität hält, denen besonders zu vertrauen. Vom Fachlichen her ist die Außenministerin Baerbock für die Bundesrepublik Deutschland kein Wertpapier, sondern eine wertlose Aktie geworden. Und ihre Versprecher und sachlichen Fehler, Länder, die hunderttausende Kilometer von Deutschland entfernt sind, haben sie als eine ziemliche Dampfplauderin entpuppt. Infolgedessen ist sie ein schönes Gesicht für die Grünen. Und wenn die Sache ohnehin schon in den Graben geht, dann nach Möglichkeit mit einer attraktiven Besatzung. Herr Professor, was erwarten Sie denn dann aber von diesem Parteitag? Nun bekommen die Grünen eine neue Parteispitze. Das sind doch alles Habeck-Vertraute, die dort auftreten werden. Die Fundis, also die Fundamentalisten bei den Grünen, die machen ja schon richtig Stimmung dagegen. Also wenn wir mal wieder einen Parteitag der Grünen erleben, wo nicht alles so schön läuft wie in den vergangenen Jahren, sondern so, wo es mal wieder richtig knallen könnte? Dann haben wir sozusagen die guten alten Grünen zurück, die einen bestimmten Unterhaltungswert jenseits ihres moralischen Salbadens hatten. Und jetzt ohne Ironie betrachtet, ist es einfach so, dass die Grünen in einer schweren Identitätskrise sich befinden. Alle grünen Projekte haben nicht bei den Leuten im Lande gezündet, haben sich auch als kontraproduktiv erwiesen. Ob das nun das Heizungsgesetz gewesen ist, ob das die Erfüllung des Versprechens gewesen ist, die Energie sei zu billig, man müsse sie verteuern, ob das die Erfüllung des Versprechens gewesen ist. Wir bräuchten Nullwachstum, denn wir seien als Menschheit an die Grenzen des Wachstums angekommen. All diese Ziele einmal erreicht, haben bei den Leuten im Lande keine Begeisterung, sondern Unmut erzeugt. Und die Kehre der Grünen, die lange Zeit die
pazifistische Partei im Lande gewesen sind, hin zur bellizistischen Partei, die wir in Deutschland haben, die hat auch nicht gut getan. Kurzum, die Grünen, die jetzt nicht mehr auf einer Woge der großen Zustimmung segeln, wie bei der letzten Bundestagswahl, sie stehen vor einer Identitäts- und Richtungskrise. Und das dürfte sich bei diesem Parteitag besichtigen lassen. Professor Werner Patzelt, ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen, Einordnungen und natürlich das sehr deutliche Gespräch. Gern geschehen.